vom amerikanischen Schulbus zum Lifestyle-Wohnmobil. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Das Thema meines heutigen Videos lautet Elektrik. Und deswegen stehe ich hier in Gelsenkirchen bei der Firma Tim, Technik im Mittelpunkt. Der Tim ist der Cousin meiner Frau und hat hier eine Firma für Sicherheitstechnik und Gebäudetechnik. Und was wir alles so gemacht haben, das zeige ich dir jetzt hier. Ich fange jetzt einfach mal hinten in der Garage an und zeige dir mal, was der Tim alles Schönes gemacht hat. Komm einfach mal mit. So, jetzt befinden wir uns hinten im Heck vom Skuli. Hier links siehst du die Komponenten, die von der Solaranlage kommen, das heißt den Laderegler und auch die Solarbatterie. Und wie du siehst, hat der Tim das hier alles sehr schön sauber auch verlegt.
Von hier kommen wir jetzt mit unserem Batteriekabel rüber zu unserem Wechselrichter. Der Wechselrichter kann insgesamt 1500 Watt pur Sinus schafft er. Und das ist im Prinzip das Herzstück meiner 220 Volt Anlage. Von dort gehen wir rein zum Sicherungskasten. Und auf der anderen Seite hier, da gehen wir rein in die Anlage für die 12 Volt Sicherung. Und wie das genau aussieht, das zeige ich dir jetzt gleich von innen. Und jetzt befinden wir uns im Heck vom Skooli. Hier auf der linken Seite, da siehst du die gesamte Verkabelung für den 220 Volt Kreislauf. Zum einen haben wir hier den Sicherungskasten und zum anderen hat Tim hier sehr schön sauber auch verlegt und vorverkabelt für 220 Volt. Auf der rechten Seite, da haben wir unseren 12 Volt Kreislauf installiert. Auch hier Tim das schön verkabelt mit den entsprechenden Kabelkanälen. Und hier siehst du den 12 Volt Sicherungskasten, wo wir im Moment die Wasserpumpe dran hängen haben, die Steuerung für die Truma-Heizung, für die Steuerung vom Kühlschrank und für den Zündfunke vom Backofen und vom Herd. Hier daneben siehst du nochmal einen Verteiler von einem 36-adrigen Kabel. Und das ist dafür da, weil wir hier die gesamten Steuerungseinheiten verlängert haben, weil das Kontrollpanel für Heizung und Wasserstand und alles andere ist vorne hinter dem Beifahrersitz, hinter dem Fahrersitz. Und wie das genau aussieht und was ich da gemacht habe, das siehst du jetzt auch hier. Hier siehst du jetzt das komplette Kontrollpanel. Hier oben ist die Fernanzeige vom Wasserstand. Hier oben daneben, das ist die Fernanzeige vom Gastank. Hier haben wir jetzt den Schalter für die Wasserpumpe. Daneben das Kontrollpanel von der Solaranlage. Hier haben wir das Kontrollpanel von der Heizung und Warmwasser. Und das ist die Fernsteuerung für 220 Volt, was ich jetzt hier einschalten kann. Im Moment hängen da keine Verbraucher dran, deswegen ist der Verbrauch auch bei 0. Aber hier schalte ich halt eben den Gleichrichter ein und halt eben auch wieder aus. Wie du siehst, alles funktioniert. Und über diese Lösung bin ich eigentlich sehr glücklich, dass man das alles ganz schön beisammen hat. Und letzten Endes sieht das so in der Anordnung auch ganz gut aus. Das war's für mich zum Thema Elektrik im Skooli. Ein Link zur Homepage von Tim findest du unten in der Beschreibung. Und noch mehr Informationen zum Thema Elektrik im Skooli und auch den Link nochmal auch auf meiner Homepage. Und wenn du jetzt wissen willst, wie es weitergeht hier im Skooli-Projekt, einfach unten meinen Kanal abonnieren, dann bleib dran!